Ja, internationale Eröffnungssprengprüfung mit einem österreichischen Sieger bei wahnsinnig vielen Startern. Astronaut Arni geritten vom Alfred Greimel. Gratulation dazu. Astronaut Arni schaut von außen zumindest nicht ganz so einfach aus. Was ist das für ein Pferd? Ja, erstmal danke. Ja, der Astronaut Arni, muss ich sagen, ist ein spezielles Pferd. Der ist jedes Wochenende auf 1000. Der geht rein im Parcoursplatz und gibt einfach alles, aber der ist halt verdammt schwierig, weil der buckelt so viel. Ne? Am Abreiteplatz habe ich oft Angst, dass ich nicht runterfalle. Und das ist schon schwierig und für mein Kreuz nicht unbedingt gut. Aber das ist einer von meinen Besten und der gewinnt am meisten. Ich bin sehr stolz auf das Pferd. Jetzt zu diesem Parcours und auch zur Situation natürlich am Abreitplatz. Es ist das erste Turnier in der Halle, es ist alles enger, es sind viele Pferde, gerade mit dem Astronaut Arni dann noch einmal eine Herausforderung. Aber wie war denn der Parcours selber, wie war der aufgebaut, wo waren die Kriterien? Naja, für den ersten Parcours war das ein schöner Springer, finde ich. Nicht? Du hast zweimal innen reiten können oder die, was jetzt das nicht unbedingt wollen, können außen reiten. Aber ich muss mit meinem Arne sowieso immer alles geben. Wenn ich nicht alles gebe, dann geht das mit dem Pferd nicht. Und am Abreiteplatz, die meisten, den Arne, den kennen eigentlich alle Reiter schon. Die wissen, wenn ich im Sprung anreite, dann gehen sie schon auf Zeiten, weil die Landung ist ab und zu nicht so super, sage ich mal. Dann kommen wir zu etwas, was super ist, glaube ich, wenn ich mit Reitern rede, Arena Nova, da kommen alle gerne her auf dieses Turnier der Familie Rösch, dieses gemischt familiär und hochprofessionelle, wie siehst du das? Ja, das ist ehrlich so, das ist ehrlich ein familiäres Turnier, ich fahre da extrem gerne her, muss ich sagen, und von der Stimmung her, heute ist Donnerstag, wenn du Donnerstag oft bei einem anderen Turnier reitest, da hast du 3-4 Zuschauer oder was, und da ist ja jetzt schon super gewesen für den ersten Tag, ne? Ich reite da irrsinnig gern. Für die Pferde ist es halt schwierig, weil die Halle ehrlich ein bisschen enger ist, aber der hat es gut gemacht. Wir haben es gut gemacht. Die einzige Gefahr besteht auch für die erfolgreichen Reiter, dass das Geld, das sie in der Meldestelle abholen, dann gleich in die Messe wandern. Eine tolle Veranstaltung auch, wenn man jetzt an Weihnachten denkt, man findet, glaube ich, für jeden was. Man findet alles. Wenn man da herkommt, man ist wurscht, was man sucht, ob das jetzt der Schmuck ist oder für Pferdesachen. Es ist einfach alles da. Ich bin noch gar nicht die ganze Halle abgegangen. Voriges Jahr habe ich es nicht einmal geschafft. Ne? Es ist einfach super da und die Party ist auch eine Gaude, ne? Muss man auch sagen. Vor allem, wenn du dabei bist als Sieger, ich bin schon sehr neugierig auf heute Abend. Allerdings ein bisschen Piano, weil es geht ja noch ein paar Tage weiter mit Astronaut Arni. Wie wollt ihr das jetzt anlegen mit dem Sieg sozusagen als Vorschusslorbeeren? Geht es vielleicht eine Tour höher? Nein, den los in der. Ich habe ja noch zwei andere Pferde mit den Arni, den los in der Tour. Das ist eh morgen. Morgen ist, glaube ich, 1,30 Meter sogar nicht. Das passt genau für den. Und morgen probiere ich es wieder. Das probiere ich jeden Tag mit den einen, weil anders geht es mit denen nicht. Wir drücken die Daumen, freuen uns auf viele spektakuläre Ritte, die am Schluss aber dann zu tollen Erfolgen führen. Dankeschön, Alfred Greimel. Danke vielmals.